Adam? Adam, wake up, boy. How can you sleep at a time like this? Ja, hi und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spielchen, was... Adam, wake up, boy. Ja, was doch, doch sehr retro ist, glaube ich. Und gelesen hat sich's irgendwie, ja, weiß nicht, so wie... ein Indiana Jones Spiel oder Uncharted, obwohl ich nicht glaube, dass es so in die Uncharted Richtung geht. Ach, ist auch schön, jetzt habe ich meine erste Trophäe erhalten, weil ich einfach nicht aufgestanden bin. Geht ja schon mal gut los. Bin auf jeden Fall gespannt. Also ich denke mal, dass es so ein Schatzsuch-Ding ist irgendwie. Und Geschichte. Ja. Kannst dir sagen, warum du eingeschlafen bist. Okay, wir sind hier noch im Verstecken. Wow, this is really Art Tutorial, denke ich mal. Well, in any case, I need you to find my new assistant in the library wing. Okay, so kann ich schnell rum. Sorry, alter Mann, ich habe dir nicht zugehört. Kann ich mit dir noch mal reden? Dad, what book do you need? Book? What book? Oh, the book. My assistant knows. Just go to the library wing. Mache ich. Und ich hoffe, das ist nicht zu knallig, weil, um ehrlich zu sein, wenn man das halt, finde ich zumindest, wenn man das über die Elgato aufnimmt, dann muss man eh immer ein bisschen nachregulieren und ich habe hier ziemlich den Kontrast hochgedreht, also ich hoffe, das geht für euch. Ich für mich muss sagen, es ist, man kann es so wunderbar sehen oder sich so wunderbar anschauen. Warte mal kurz, hier haben wir noch Kisten, kann ich mit den Kisten irgendwas machen? Natürlich nicht. Ah, schön, dass hier keine, Ladesequenzen gibt. Weil ich spiele jetzt gerade nebenbei Resident Evil Zero. Okay, das ist echt knallig. Und da hast du das ja normal, dass jedes Mal, wenn du durch irgendeine Tür latscht oder so, erstmal Ladesequenz kommt. Und am Anfang hier waren die Ladebildschirme auch irgendwie relativ lang. Also ich hoffe, dass das jetzt bei Zwischensequenz oder so nicht der Fall ist. It's locked. Okay. Da, wir beeilen uns mal ein bisschen. Ja. Warte. Ist das die Bibliothek? Hier könnte alles Bibliothek sein. Oh, das ist... Und ich habe eigentlich auch schon versucht, die Steuerung zu ändern, weil... Ich weiß nicht. Warum ist Interagieren mit Dreieck? Das, wer hat sich das ausgedacht? It's locked. Das ist immer X. Das war früher immer X, egal bei welchem Spiel. Okay. Vorratskammer, hier können wir aber auch nichts nehmen. Also ich bin mal gespannt, wo uns die Geschichte hier hinführt. Wie gesagt, interessant gelesen hat sich's eigentlich. Also wer jetzt für sowas wie früher halt Indiana Jones und so war, wird für den wahrscheinlich auch was sein. Hier kann ich bestimmt nicht raus. Oh, kann ich hier raus? Doch! Wow! If this weather keeps holding, I'd better start building an arc. Ernsthaft, bei dem wegen dem bisschen Regen. Ich muss doch bloß in die Bibliothek, die kann doch nicht so weit weg sein. Kann ich hier wieder rein? Ja. Okay, hier bin ich auch rausgegangen. Okay, eine Runde rum. Hier kann ich auch nichts machen bei dieser kranken Lampe. I should look around a bit more. It's locked. Ja. The old library might contain the book my dad needs. But where is his assistant? Ich will erstmal die Bibliothek finden, Kollege. It's locked. Hier, warum ist hier alles versperrt, Junge? Warum, das sieht aus wie eine öffentliche Einrichtung. Warum ist da alles versperrt? Ja. Der Gang ist, also vom Kontrast her ist der Gang echt ein bisschen too much. Mal gucken, ob ich das im Laufe des Spiels nochmal runterregel, weil wenn es ja ständig so ist, wenn es hell ist. Ne? Bist du Assistent? Excuse me, miss. I'm looking for my father's new assistant. Most likely a scruffy old fellow, a nerdy sort of type. Probably smelling like musty old books. Well, I'm Evelyn Appleby, your father's new assistant. You must be Adam. Am I the sort of type you're looking for? Yes. I mean, no. I only meant, Oh, I think I know what you meant. Now, would you help me with these paintings? According to Professor Venture, they're the key to unlocking the library door. Okay.
Soll ich das jetzt untersuchen oder was? Okay, Rätselspielchen. Warte kurz. Ah, okay. Aber och, ich kenne die Leute nicht. Das ist... Ich kann jetzt bloß nach den Farben gehen. Das sieht richtig aus. Sieht eigentlich auch schon richtig aus. Warte. Müssen wir wahrscheinlich hier hin. Mond. Musik. Sicher. Ah ne, Musik ist hier. Das dürfte richtig sein. Medizin. Wer sieht nach Medizin aus? Das könnte auch er sein. Ausgang. Das sieht eigentlich richtig aus. Okay, anscheinend noch nicht. Okay, das sollte richtig sein. Da ist oben Mond. Das passt. Nehmen wir das Grammophon. Das ist Musik. Ist das dann vielleicht der Arzt? Kannst du mir eigentlich gar nicht vorstellen. Oh! Lumen! Light! The enlightened ones! Okay. Mushroom! Antelope! The young ones! How do I win this game? No game, Adam. These paintings represent 5 former faculty deans, known as the Enlightened Ones. The library contains their private collections. Lumen is the Latin word for light, so this must be a clue. You're not just saying that because I won, are you? Hey, not so fast. How is Lumen supposed to get us into the library? Eine Kerze, Mann. Okay, wir folgen ihr mal. Also so ein kleines Rätselspielchen. Das ist ganz schön. Solange das nicht so eine arschige Rätsel werden wie zum Beispiel bei Grim Tales oder so, bin ich da auf jeden Fall dabei. Seeing as you like games, why don't you crack the lock? Warum konnte ich das vorher nicht versuchen? Oh Gott. Warte. Oh Gott. Oder muss ich hier Lumen? Warte mal, das sind 5 Dinge, das sollte hinkommen. Da müsste hier das... Oh nein. Oder doch. Doch, was geht? Wo ist denn das L? Ich versuch's mal. Ist ja mein einzigster Hinweis, was ich hier eingeben sollte. Hallo? Wo ist das U? Okay, das dreht sich dann immer eins weiter. Fuck. Es dreht sich 2 weiter, okay. Oh Gott, nein. Also es kann dauern. Alter, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so ein Spielchen oder so ein Rätselspielchen ist, weil bei Uncharted hat man auch ein paar kleinere Rätsel. Bei dem Indiana Jones Teil, den ich gespielt habe, gab es auch ein paar kleine Rätsel, aber nicht sowas. Wo ist jetzt wieder das L? Das L ist da. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr zum L, oder? Scheiße. Hier dreht sich Spice ganz genau mit. Ich muss das M. Wo ist denn das M? Da drüben. Ach, bin ich bescheuert. Ich gucke die ganze Zeit aufs. Oh, ich brauche das U. Das U brauche ich beim M. Natürlich nicht. So, haben wir jetzt das U. Okay, das durfte jetzt hinkommen. Gut. Rüber jetzt hier, wie dreht sich das? Okay, wenn ich das drehe, dreht sich das gar nicht mehr. Wo ist denn das E? Alter, vielleicht auch ein bisschen zu starker Kontrast.
Tada! Did you figure it out? Oh. Alter. Ohne Witz, warte kurz. Ist auch super, dass ich jetzt gerade sehe, dass die Facecam mit eingefroren ist. Oh, okay. Normalerweise dadurch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Kamera nimmt gar nicht mehr auf. Nur mal gucken, dann muss ich halt nach der Folge gleich einen Cut machen. Ich werde aber echt den Kontrast nochmal runternehmen. Ich meine, das sieht richtig schön knallig aus, aber doch ein bisschen too much. So, now that we're locked in the library, we might as well get that book. Ja. Which one is it? I thought you knew. Professor Venture just mumbled, it will be staring right at you, and kept on reading. Uh-huh. Yeah, he tends to do that, I'm afraid. We'd best start looking. Okay, jetzt muss ich jetzt hier jedes Regal durchsuchen. Books about mining. Books über Minenbau. Okay, hier sagt er nichts. Alles klar. Books about engineering. Ingenieurswesen. Naja. Books about mining? Books about engineering? Not your average bedtime reading. Oh Gott. Wie hieß das jetzt direkt, das Find Buch? A book that's staring right at you. Why is my dad always so cryptic? Ein Buch, das mich direkt anstarrt. Ich glaube nicht, dass das hier zwischen ist, oder? Buch, das mich direkt anstarrt. Kann ich hier eigentlich hoch? Hä? Ah, okay. Alter, ist das ein reines Rätselspiel? Kann das sein? Warte mal, ich schieb das mal beiseite. Kann ich das auch höher schieben? Ja, ich kann das auch höher schieben, das ist sehr nett. Ach so, ich kann da oben. Aha. Aber ich kann. Ich komme da jetzt nicht ran. Ich kann das ja nicht hier verschieben, oder? Kann ich es hier verschieben? Okay, dann machen wir das wieder runter. Und das hier hin. Vielleicht kann ich jetzt da hoch. Nein. Du willst bitte die Treppe hochgehen. Der. Hä? Moment. Ach, ernsthaft. Warte. Ich schätze mal, dass ich da oben hin muss, aber ich weiß es halt nicht genau. So. Aha, kann ich. Ich kann jetzt mit dem Ding nicht weiter höher. Warte kurz. Hier komme ich nicht runter. Oh Gott. Besser, anstatt da einfach mal da ran springt oder so. Wow. Super, ich kann damit bloß höher. Hä? Ich verstehe es nicht. Und schön, dass die Kamera total abgekackt ist. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das schon so ist. Kann ich mit dem irgendwie höher? Auch nicht. Nach was geht denn das hier? Oh Gott. Oh Gott. Weil das muss ja nach unten. Das darf ja nicht in die Mitte, so wie es aussieht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warte, bevor wir hier weitermachen. Bis er anstatt da einfach ranspringt. Gucken, was das zu den anderen. Okay, hier sagt er gar nichts. Oh, doch, darf ich raus? Nee. I should look around a bit more. Ja. Books about. I don't even care. Okay. Ich wollte aber mal gucken, was ich hier sage. About. Okay, er sagt bloß das Gleiche. Ich muss da oben hin. Boah, ey, das kann doch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Komm,
Das kleine Rätsel will ich wenigstens hier noch schaffen. Okay, das kann ich nicht weiter bewegen. Das kann ich nach unten bewegen. Da kurz. Kann ich das weiter höher bewegen? Ja, kann ich. Aber wie kriege ich das jetzt da hoch? Das ist ja die Frage. Hier konnte ich es auch nicht. Ich sehe gerade. Ich kann ja bloß die Schienen benutzen. Das sieht total falsch aus. Das passt auch nicht. Warum macht man sich hier so eine Mühe, in der eigenen Bibliothek hier irgendwas zu machen? Das ist ich. So. Warte mal. Okay, das ist das unterste, das ist das oberste und das muss ich in die Mitte kriegen. Aber ach. Gott, es geht schon wieder los, dass ich mich hier anstelle, ey. So, das ist das unterste, das ist das mittelste. Ach, es ist eigentlich so einfach. Wie lange hänge ich jetzt hier gerade? 5 Minuten oder so? Oh Gott. Und ja, Leute, das mit der Facecam tut mir ein bisschen leid. Keine Ahnung, was da jetzt das Problem ist, aber ja. Hey, na endlich. Ja, nein, du sollst hochgehen da. Denn da oben hat uns schon was angekiekt. Wenn ich es richtig gesehen habe. Na, guck mal. Oh. Okay. Das war bloß der Hinweis. Nimm's. Evelyn, look. I found the staring book. You could say it just caught my eye. It caught my eye. Seriously. That's right. I'm good looking and funny. What more can you want in a guy? Right now, I just wish to find a way out of here. Ganz, ganz zufällig. Kann ich irgendwie crouchen? Okay. Sobald man die Knöpfe drücken muss, geht mir das eh schon auf den Senkel. Was haben wir, First Person? Nee. Doch. Kommt drauf an, wie ich gucke. Putting the vent into Venture since 1901. Aha, okay. Weil das ist ja Origins hier und gab's da Vorgängerteile schon? Wahrscheinlich, oder? Ja. Ach, sie ganz zufällig ist sie rausgekommen. What? How did you get out of there? It's called a door, Adam. You might want to try it sometimes. You just had to pull instead of push. Just warn me the next time you're gonna pull this on me, okay? Okay. Und ich würde mal sagen, mit dieser netten Ansprache von der Dame, verabschiede mich erstmal aus der ersten Folge. Es wird also ein ziemliches Rätselspiel werden, aber okay, ich bin mal gespannt, wie gut ich durchkomme. Ich hoffe, dass ich mich da wieder einkriege und nicht so lange an den einfachsten Rätsel hänge. Ja, außerdem, wie ich am Anfang schon sagte, ich muss wieder ein bisschen was an der Optik ändern und meine Facecam sollte sich auch mal irgendwann hoffentlich wieder einkriegen. Zumindest hoffe ich, dass das dann morgen der Fall sein wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann hoffentlich morgen zu einer weiteren Folge von Adam's Venture. Bis denn. Ciao, ciao.